Dann ziehen wir jetzt ja durch. Das wollen ja viele sehen. Chiago, das ist wahrscheinlich. Find ich auch geil. Ich find's auch geil. Digga. Ich finde das, find das. Ich mach das nur für die Klicks. Und weil es mich interessiert. Ich bin ja auch immer so einer. Ich will ja immer verstehen, warum das so abgeht. Und kannst du es nicht verstehen? Also kannst du nicht verstehen, wie man zum Beispiel. Bin ein Fliesenjung, bin ein kleiner Fliesenjung. Los hier, Mann, Mike. Das kenne ich gar nicht. Das letzte, was ich von Chiago, da muss ich aber sagen, da fand ich das so lang geil, bis der Beat losging. Da fand ich seine Voice auch geil, die Melodie von der Hook oder Bridge oder was es auch immer war, fand ich eigentlich ganz nice. Aber dann, der ist halt auch genau diese Art Beat, ne? Diese. Witzige Videoidee. Schrei laut, heute machen wir Theater. Heb dein Glas auf die Jungs, die nicht da waren. Das gefällt mir. Weißt du, es gibt Leute, die haben irgendwie so eine krasse Stimme. Es gibt Leute, die haben diesen Autotune-Patch in ihrer Voice. Der klingt so krass mit Autotune, dieser Soho Barney. Der hat das schon so, du hörst in seiner Stimme, da ist irgendwas, so ein Raster, der das so krass klingen lässt. Laut, heute machen wir Theater. Theater. Heb dein Glas auf die Jungs, die nicht da waren. Und der Remi lässt mich fliegen wie ein Faser. Und wir sind nicht wie du, Dicker, nein, nicht mal eine Faser. Guck mal, das gehört, wir sind nicht wie du, Dicker, nicht mal eine Faser. Bis jetzt finde ich das voll geil. Wenn jetzt ein Hip-Hop-Beat losgehen würde, ich finde es wirklich geil. Also real talk, bis jetzt finde ich es richtig gut. Faser Suff in der Nacht. Und wir sind nicht wie du, Dicker, nein, nicht mal eine Faser. Ich faser Suff in der Nacht zum Club. Mache, was ich will und das ist 18 plus. Halte zu, mein Jungs, fick dein Nacht. Mache, was ich will und das ist 18 plus. Gerade hast du gecheckt, ich sag so 18 plus, weil der 18k plus Money gemacht hat, dann hab ich gesagt 18 plus, jetzt hab ich gerade. Mache, was ich will und das ist 18 plus. Halte zu, mein Jungs, fick dein Narzissmus. Dicker, tanzen macht schon Bock, aber Narzissmus. Er macht sehr viel, er macht sehr viele Splits immer. Weißt du, diese. Ja, doch, eigentlich ist er gar nicht so schlecht, wie ich gerade reagiert habe, aber Narzissmus, ja. Narzissmus und Nats, also Natzen, ja, ne, Coke. Narzissmus. Jungs, fick dein Narzissmus. Dicker, tanzen macht schon Bock, aber Narzissmus. Machen Theater wie das Eidinger. Auf der Heißverkaufe einem Turi zwei Dinger für einen 30er. Egal. Okay, ich mag diesen, so dumm das klingt, aber ich mag diesen Truck-Rap. Es tut mir leid, Herr Kommissar, Plattenburg, doch Kunden aus Aschaffenburg zahlen harschen Achterkurs. Zwei Dinger von 30er. Wie das Eidinger. 500 Gramm in der Pfund von der Tschechin. Ja, das ist dieses Flughafen Rio. Panik beim Check-in. 500 Gramm in der Pfund von der Tschechin. Aber weißt du, was krass ist? Der Junge rappt erst seit Mitte Corona. Echt? Glaube ich, ja, hat er mal gesagt. Und ja, das ist halt so, wo ich sage, dafür ist sehr krass. Ja, auf jeden Fall. Dann kann man ihm das Talent nicht abschwätzen. Ja. Und merkt man auch, das hat er irgendwie in die Wiege gelegt bekommen, so, ja. Ich verkaufe einem Turi zwei Dinger für einen 30er. Ich bin mal wieder, ciao, ich hab mich high geraucht. Bin ein geiler Macker und ich weiß das auch. Sexy and I know it. Ich mag, das ist vom Beat halt nicht so geil. So, das ist halt einfach nicht das, was durch meine Venen fließt. So, aber ich find die Zeilen teilweise lustig und so. Und auch diese Attitude von den Jungs ist auch Low-Budget-Video oder nahezu wahrscheinlich No-Budget-Video. Ja. Aber cool. Ciao, ich hab mich high geraucht. Bin ein geiler Macker und ich weiß das auch. Ich sag so, Budi, ich ficke das Soho-Haus. Doch war letztes mit einem Model dort im Drogenrausch. Was für ein Haus, Victor? Soho-Haus, keine Ahnung. Was ist so? Ich sag so, Budi, ich ficke das Soho-Haus. Doch war letztes mit einem Model dort im Drogenrausch. Ich sag so, auf die Eins geh ich mit Soho drauf. Sind keine Leichenschänder, aber wir holen Toten raus. Ich geh mit Soho auf die Eins, mag ich auch so Representer-Shit. Die Eins geh ich mit Soho drauf. Keine Leichenschänder, aber wir holen Toten raus. Und bevor die Hook losgeht, geht hier erstmal die Werbung-Trommel wieder richtig los. Du musst noch lernen in den Streams, du musst immer abwiegen. Der Becher ist so voll wie die Liste der Reactions. Ach, musst das du abwiegen. Ich nicht. Scheiße. Wir haben jetzt noch 5 Reactions, 4 haben wir gemacht. Das heißt, der Becher muss quasi ein bisschen voller als die Hälfte noch sein. Das ist gut, ich freue mich. Musst du immer abwiegen, sonst kannst du ihn ja nicht mehr so in die Kamera halten, ne? Und wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, dann geht jetzt in den zweiten Link, auf den zweiten Link in der Beschreibung und checkt es mal aus. Es gibt super leckere Eistees, es gibt super leckere Energy Drinks, 100% vegan, weniger als 0,5 Gramm Zucker. Und es gibt Tassen, Becher, Gläser, habe ich Tassen schon gesagt, Flaschen, geht da mal rein. Ab. Schrei laut, da
nicht da war. Sitz! Aus! Nächster Workshop. Du musst immer erst einmal Sitz sagen, dann kurz laufen. So. Sitz! Dein Glas auf die Jungs. Aus! Der Römi lässt mich fliegen wie ein Faser. Wir sind nicht wie du, die kann ein. Nicht mal eine Faser! Aber Remy meint ja Remy Martin, den Trank, den. Wahrscheinlich. Den Cognac. Remy Martin. Wahrscheinlich, ne? Ja. Der Remy lässt mich. Remy Demi, Digga. Wir sind das auf die Jungs, die nicht da waren. Und der Remy lässt mich fliegen wie ein Faser. Wir sind nicht wie du, den kann ein, nicht mal eine Faser. Ich hab noch eine Frage. Der Remy lässt mich fliegen wie? Alfaser. Der Remy lässt mich fliegen wie ein Faser. Wie ein Faser. Das verstehe ich auch nicht. Ein Fasan! Fasan. Ein Fasan. Ein Fasan. Ey, können Fasane fliegen, Digga? Fasane? Der Flug wirkt unbeholfen mit flatterndem Flügelschlag, ist aber mit 40 bis 60 km/h recht. Bro! In dichtem Gelände fliegt der Fasan oft nahezu senkrecht auf. Krass. Mhm. Wieder was gelernt. Not bad. Wie eine Couch. Glas auf die Jungs, die nicht da waren. Und der Römi lässt mich fliegen wie ein Fasan. Wir sind nicht wie du, Digga, nicht mal eine Faser. Schrei laut, schrei laut, schrei laut. Heute machen wir Theater. Schrei laut, schrei laut. Wir sind nicht wie du. Alter, er gibt ihm voll den Headkick. Schrei laut, schrei laut. Wir sind nicht. Der hat die Bulle vom Kopf weggeschossen. Aha. Eine Faser. Bin sehr high auf der Stage, schrei mich high sehr. Zerstör mein Nu. Auf der Stage bin ich high sehr. Nein, ich bin sehr high auf der Stage, nenn mich high sehr. Weil er sehr high ist, nenn mich high, oder? Ich dachte, ich bin sehr high auf der Stage, bin ich heiser, dachte ich. Ich bin sehr high auf der Stage, heiser. Bin ich high sehr. Also dachte also, ich. Ich weiß, bin sehr high auf der Stage, schrei mich high sehr. Renn mich heiser. Oder rennen, sagt er, oder? Ja. Das war eine Faser. Bin sehr high auf der Stage, schrei mich high sehr. Zerstör mein. Was sagt er da? Nenn mir, er sagt, nenn mich. Mich. Jerome, was geht, Digga? Nenn mich heiser. Okay. Schrei mich heiser. Nein, ich war eine Faser. Also. Bin sehr high auf der Stage, schrei mich high sehr. Ja, okay. Zerstör mein Nummer 1 Award, doch hab noch 3 mehr. Oh, geile Line, Digga. Geile Line, feier ich sowas, wirklich. Ja, Hertha BSC Berlin, weiß ich nicht. Glück auf, dass er in die zweite Liga, in der zweiten Liga bleibt, Vater. Kenn ich da nicht aus. Die sind abgestiegen. Ja? Big City Club. Ab! Auf der Stage schrei mich high sehr. Zerstör mein Nummer 1 Award, doch hab noch 3 mehr. Geile Line. Mit alten Apple-Kabel, in ist Eisbär. Berlin wie Fortnite, weil mein Kreis wird immer kleiner. Ey, Digga, er sieht ja auch todes wie ein Fußballer gerade aus. Kabel, in ist Eisbär. Berlin. Ey, sag mal, er sieht aus. Wisst ihr, wie der aussieht? Jetzt kommt's. Nein, das ist wieder so, weil der auch ein Hertha-Spieler war. Aska Sieber war mein Hertha-Spieler. An den habe ich gerade voll gedacht, Digga. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Der sieht aus wie Aska Sieber, Digga. Ey, komm! Der hat schon Ähnlichkeit. Safe. Auch wegen dem Hertha-Trick. Ich dachte gerade voll an Aska Sieber, Digga. Der spielt nicht mehr bei Hertha. Das war ein Sechser im Mittelfeld. Achtung, ich trau mich gar nicht da reinzugucken, weil alle wieder Null treiben. Null, Jiggy. Das macht wahrscheinlich das Hertha-Trikot bei mir. Ich hab grad voll an Aska Sieber gedacht, als ich ihn gesehen hab. Die Fortnite, weil mein Kreis wird immer mehr schräg. Hör mit alten Apple-Kabel, in ist Eisbär. Berlin, die Fortnite, weil mein Kreis wird immer kleiner. Ja, und auf einmal kennt mich jeder. Sie nennen mich August, auch wenn ich sie nie gesehen hab. Wollt noch blabern, Z nach Hause. Sie nennen mich August, auch wenn ich sie nie gesehen hab? Steh ich nicht. Hause aber wurde wieder später. Kinder aus Berlin hängen auf der Suite wie Klimakleber. Muss man bei sowas immer die Moralkeule schwingen mit Waschbären im Video, muss nicht sein und so, und sagt man das bei Waschbären, aber bei Ponys lässt man es zu, Hunde ist auch wieder was anderes, oder sagt man da gar nicht, das ist manchmal schwer so. Ich weiß nicht. Den Waschbär da weg! Ich liebe Waschbären, Waschbären sind die einzigen Tiere, die aussehen wie Verbrecher. Stimmt. Wir haben hier einen Garten und wir müssen immer den Müll weg, warst du schon mal in dem Garten? Ja. Ich war immer beim Dings im Garten, ne? Bei deinem... Weißt du, darf Schatze. Man den Namen hier sagen? Laura. André.
Ja, beim André warst du ja. mitgenommen. Bei uns im Garten, Laura und mir, also bei der Garten ist der Laura von ihrer Familie. Wir treffen uns da heimlich manchmal. Und da müssen wir immer den Müll abends wegräumen, weil wenn wir vergessen, den Müll wegzuräumen, am nächsten Tag Waschbären und hacken alles rum, Alter. Und die sind aggressiv, die Dinge, ne? Ja. Die sind nicht scheu, Digga, die sind, die geben. Wir fliegen wie ein Fasern. Wir sind nicht wie du, Digga, nein, nicht mal eine Faser. Wir müssen kurz stoppen, sorry, jetzt kommt der Drop, aber wir müssen das, sonst geht der, sonst claimt es. Wir müssen da kurz mal rein. Alles klar, wir beruhigen uns kurz, alle haben sich auf den Drop gefreut und jetzt gehen wir rein. Schrei laut, heute machen wir Theater. Heb dein Glas auf die Jungs, die nicht da waren. Kommt es mir nur so vor oder könnte er ein bisschen mehr bumpen, der Drop hier? Könnte er mal buff, 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 buff. Ja, ich weiß es nicht. Könnte schon mehr rein. Ich persönlich finde es mega geil und da könnte schon noch ein bisschen. Da könnte schon ein bisschen, da könnte ein bisschen, bisschen, also ich meine das ja. Könnte auch buff, buff, also die Kick, das kommt ja so, das kommt so. So kommt's, aber es müsste. Oder? Und du willst das ja nicht. Nee, aber wenn wir schon da drin sind, Digga, wenn ich schon in den Theaterraum gehe, dann denke ich mir auch, dann mach die Vorhänge richtig auf. Ja, aber da kommt er vielleicht noch. Warte doch ab. Absolute Boss. Schrei laut! Schrei laut! Absolute Boss. Da kommen wieder die Cops. Sie machen sich wieder wichtig und lassen immer zu, dass die Kinder ihre Jugend genießen. Oh je, oh je, sie oh leben wieder ihren Minderwertigkeitskomplex oh aus. Das waren doch nur zwei. Das waren doch nur zwei. Ne, wie geht das? Das waren doch nur zwei Wachtmeister, Herr Jägermeister. Diesen Vibe mag ich. Letzte Tropfen Melbe, der im Bauch ist. Absolute Boss. Langschi, auch diese Scheiße mit dem Video, Digga. Deswegen, du siehst auch richtig, jetzt nicht mal so eine krasse Kamera, die so, keine Ahnung, auf wie viel, die so 4K auf 125 Frames filmt. So, das ist so einfach so, das ist einfach so eine, ja, eine Kamera, dafür, die halt ein bisschen slow. Dass er eins gegangen ist und so, ist sehr authentisch und sehr cool. Ja, das finde ich sehr, auch, Digga, aber das ist ja wahrscheinlich auch mit der Grund, warum. Du kennst es ja, es gibt so Leute so. Aber er ist auch ein cooler Typ und der ist auch wirklich, ich weiß nicht, ob das alles Fassade war. Ich weiß nicht, ob das alles Fassade war, aber ich habe ihn beim Splash gesehen im Backstage und da war er auch so. Er ist zum Beispiel als einziger baden gegangen. Also im Backstage. Ne, er ist im Baden gegangen. Es war aber Assi-Wetter. Ne, und es war jetzt nicht unbedingt. Aber er springt da rein mit Klamotten und im Backstage, wo jetzt nicht unbedingt irgendwelche Fans sind, wo er irgendwas vor. Er ist so. Ich glaube, er ist ein authentischer Junge, so, weißt du? Kann schon sein, ja. Geil. Guck mal, das sieht auch so aus, als wüsste der gar nicht, was ihm passiert. Dass er so voll mit Sekt. Als wäre das nicht geplant, als würden die den dann sehen und sagen, ey Digga, lass den mal voll machen. Weil so wie der da irgendwann lacht, ich finde, das sieht man ihm an. Dicker Tanz, meine Moves kommen schwer, so wie 100 Kilogramm. Ich bin geil geworden, weil der DJ macht mich an. Das ist schon witzig. Aber natürlich muss man dennoch hier ganz klar mal Hack zusprechen an Finch Asozial. Liebe Grüße geht raus an dich, Bro. Das ist natürlich eine 1:1, nicht vom Sound, aber vom Style. Diese Brille, der Fukuhila, 1:1. Da hätte auch mal, muss auf jeden Fall mal die Props rausgehen irgendwann, Thiago, an den Finch. Meinst du? Ja, 1000%. 1000%. Also Abfahrt, das ist Finch-Dings, das hat er etabliert. Und da muss die Props irgendwann mal rausgehen. Alles gut. Props an Finch.